Sogar Oh, bequemer wie die okay. Müsst ihr andere. mal probieren. Ja, ich komme ja nicht hin. Das Ihr lasst mich ja nicht. Das ist irgendwie wie ein Schlafanzug. Es sein, dass wir wie als wäre es ein großes Spiel. Hä? Ein großes Spiel? Na, als vielleicht sind wir nicht jetzt im Unbewusstsein, sondern nicht. Wir spüren trotzdem Schmerzen. Du meinst eine Simulation? Eine Simulation, wo wir alle okay. drin sind. Blödsinn. Das würden wir doch merken, oder nicht? Das. Ja, eigentlich schon. Nicht aber wirklich. Vielleicht ist es eine so gute Simulation, dass es wir eben nicht merken. Und dass wir alle machen. Eigentlich noch in unserer Welt irgendwo sind. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern. Vielleicht hat irgendwas bei mir, irgendeine Maschine, aber ich weiß es nicht. Meine Erinnerungen sind wie, als wären sie blockiert. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Simulationen nicht aus, aber das 4 fühlt sich für mich nicht unbedingt wie eine Simulation an, wenn ich das mal so sagen darf. Nee, ich eigentlich auch nicht. Willst du das da unten hauen? Nein, ich will das nicht hauen, ich will daran vorbeilaufen. Ich kann's hauen. Nein! Nein! Ich hau! Nein! Naja, mir passiert nichts. Ich hab hier so ein Ding mit grünen Augen. Mir passiert nichts, aber. Soll ich? Ich geh trotzdem hier rüber. Au! Wow. Ja. Cool. Jetzt kommt man hier wenigstens Ort. Das hier drin muss da, ich in die Luft gespickt. Da geh ich. Aber wenigstens. Was ist denn jetzt? Huch! Oh nein, ich hab Pilze. Ich muss den Scheißerl loswerden. Dann geh ich hier drüber. Oh, wow. Kann jemand mit seinen Gedankenkraften ihn wieder herholen? Nein, er muss. Ja, nein. Ach so. So. Nicht wieder da rein. Da ist eine Truhe mit einem Knopf und Zahlen. Wo? Hier, da drinne. Ich hab zu viel Zeug im Inventar. Schnell mit. Vielleicht sind die. Lass mal drin, vielleicht sind die irgendwie bestimmt angeordnet. Ja, ich hab nichts rausgenommen. Ich hab nichts verändert. Wir hoffen, dass sie. Ah. Ja, aber die Zahlen haben irgendwas zu bedeuten. Vielleicht um die auch. Koordinaten? Das könnte sein. Geh mal da kurz bitte raus. Okay. Mit diesem Block da was zu tun. Der sieht schon irgendwie seltsam aus. Ja. Der Wandknopf da. Da verändern sich auch die Knöpfe, so ein bisschen. Ui. Wir haben hier ein bisschen wenig Platz. Ja. Dann müssen wir kuscheln. Aber für was sind denn dann diese Fragezeichen-Dinger, die wir hier haben? Oh. Na, oben in der Kiste war, wo dein Buch drin war, noch so eine Dinger mit Fragezeichen dran. Irgendwelche Hebel. Vielleicht sind die später noch wichtig. Warte mal. Ich guck jetzt. Hier, warte mal. Hier an der Wand, guck doch mal. Hier an der Wand ist einmal hier so ein Stein und auf der anderen Seite ist auch so ein Stein. Ja. Aber hier ist auch so ein Stein. Okay, warte mal. Lass mal was ausprobieren, bitte. Ja, dann. So, einmal und dann. Und. Passiert genau gar nichts. Ich habe mich mal voll erschreckt. Da steht da, oh, wie alle ins Loch rennen, dass man es nicht mal lesen kann.
Ich lese es einfach vor. Die zwei magischen. Gold, vier Beschützer, blau. Das heißt was? Magische Rüstung. Rüstung drin. Das, ich glaube, das ist an euch beiden gerichtet. Hör mal, wir sind jetzt hier zu... Hör mal, Kyrox, du, Blacky. Und wir zwei. Da habe ich noch wen vergessen. Ich habe noch genug. Er ist hier, aber die setzt sich hier. Wir haben drei Mädels und wir sind drei Kerle. Bleibt aber jeweils eins, zweimal. Irgendwie fehlt doch dort was, wenn mich das nicht täuscht. Du hast Blacky vergessen. Na, Blacky ist doch ein Mädchen, oder? Ja. Oh, er ist mal nicht der Hellste. Also ich lasse den Kerl doch. Weil da steht jetzt zwei magische und vier Beschützer. Weil die magischen irgendwie Gold und die Beschützer blau. Mhm. Weil die magischen könnte jetzt uns zutreffen. Ah, das sind jetzt. Naja, du verwendest Magie und ja, wegen denen. Ich krieg grad Platzangst. Ja, Blacky, warum mache ich jetzt das da? Hä, wieso? Wieso soll ich Angst kriegen? Platz ich nehme mir auch mal die. Was? Nee, alles gut. Also anziehen kann ich so und. Oh, die fühlt sich recht gut an. Ich probiere mal die Kriegerrüstung, den Stab. Yeah? Wenn sie passt, dann zieh an. Die ist sogar bequemer wie die andere. Die mal probieren. Ja, ich komme ja nicht hin. Lass mich ja nicht. Das ist irgendwie wie ein Schlafanzug. Pyjama-Party. Ist so eng, dass man hier mit jedem kuscheln muss. Ja, aber was hat... Ich hab so ein... Zu blöd. Darf ich... Vielleicht eine Anhaltung, irgendeine Koordinaten. Vielleicht müssen wir das bei diesem Block hier eingeben. Könnt ihr da was machen? Oder will es nicht wirklich ausprobieren? Der kommt mir irgendwie. Ich hab die komplette. Ich hätte das nicht vorher rausgezogen. Vielleicht. Also ich weiß, dass die 7 irgendwo da oder da war. Okay. Hä? Ja, irgendwer hat doch noch irgendwas mit einer Rückplatte ausgelöst. Ich hab was. Ich. Ja, ich. Achso, der Hebel. Den Hebel hier habe ich ausprobiert. Oh, wow. Was ist denn, wenn ich den jetzt an den anderen Stellen setze? Passiert da was? Ihr habt ja. Achso. Nö. Nee. Wie, soll ich in den hier auch nochmal? Ja, vielleicht. Ist genau gar nichts passiert, würde ich sagen. Hi. Na, Schwabbelboy? Schön. So, und wie machen wir jetzt weiter? Irgendwie ist der komische Block da sehr mysteriös und naja, vielleicht müssen wir was machen. Naja, aber dann ich bekomme Platzangst. Was, wenn wir den ja, wenn wir Platzangst kriegen, dann machen wir doch einfach breiter hier. Ja. Schatzi, ja? Genau. Er ist total weg. Du warst mit Cassie unterwegs. Ja. Und dann ist Cassie verschwunden. Ja, wir sollten halt so verschiedene Rätsel lösen und halt verschieden wohin laufen. Und dann waren wir an einem Punkt, wo wir dann was aussuchen konnte. Du bist bei uns aufgetaucht. Ja. Hast du noch irgendwie
irgendwie in Erinnerung wegen Koordinaten, wie man das nennt? Nee, nicht wirklich, weil es waren halt mehrere und wir sollten verschiedene eigentlich. Ja. Nicht wirklich. Das ist Mist. Hä? Was ist Mist? Kekse. Ja, Kekse sind voll der Mist. Nein, die schmecken gut. Also wenn ihr richtigen Mist wollt, bitte sehr. Achso, Pilzsuppen? Ja. Das wäre schlimm, wenn Tyrex keine Pilzsuppen hätte. Ich wäre auf den Zug. Das wäre schlimm, wenn er mal normal aussehen würde. Operation. Weiblich oder männlich lassen? Ich mag Möpse. Nein, männlich. Männlich. Obwohl, der Name auch ist. Nein. 57 Plus. Röste! Sind super. So. Anu? Wie waren die eigentlich, die Zettel eigentlich angeordnet? Vielleicht gibt ihr rein. Das wissen wir ja nicht dank diesem Typen hier. Wow. Hi. Ich hab einen Namen. Ich hab einen Namen. Ich wollte diesen Typen nicht wirklich ansprechen. Kannst du doch. Ja, da sag ich halt, das da, da fand ich dir Sascha nicht um. Jetzt kam dann das da. Das klang jetzt wie ein Stöhnen, aber ist okay. Ah, was? Voll das Gegrunze hier. Also ich kann mich dran erinnern, dass auf der linken Seite der Kiste minus 4 war, auf der rechten Seite irgendwas mit 500, oder? Oder? Ja, die waren ja erst so in einem Kreuz angereiht und in der Mitte war ein Knopf. Ja, aber irgendwie muss man ja mal hier so und ne? Na, die Zettel sind ja mit verschiedenen Zahlen beschriftet. Ja, aber die waren nicht nach der Reihe geordnet, ich weiß. So, dass die oben rechts waren. Oben rechts? Was? Links. Ich meine das rechte links! Ich meine das... Huka. Oh, Tiger steht in mir. Ich fühle mich auf einmal ganz schwappelig. Das sieht so seltsam aus. Hi! Hi! Wolltest du ran? Au. Mann, ich will euch die ganze Zeit einbauen. Hey, lass uns wieder raus! Oh mein Gott, Tageslicht! Hey, komm wieder raus! Genau. Oh, Luft! So. Oh, herrlich, Alter. Das ist mir immer noch zu viel. Kann man nicht. Wir sind ja auf der Suche nach Cassie. Wollen wir da nicht vielleicht auch noch so eine Rüstung mitnehmen? Die kann ich mitnehmen. Nee, warte mal, du bist der am meisten stirbt. Was? Kannst du? Soll ich in dem Block einfach mal die Zahlen reinschreiben? Die Anreihung? Ja. Ich platziere schon mal den Klopf noch. Sei vorsichtig, nicht drauf drücken. 50, 72. Ach, den Zierer. 7 Punkte. Fummelt ihr schon wieder Dinge? Sagt der selber fummelt.
Wollte es gerade sagen, ne? Ich wollte ausprobieren, ob da was passiert. Sagte er und fummelte selber. Und dann auch noch an einem Hebel. Das war ich nicht. Nennt man da das Hebelwirkung? Wow. Oh Gott. Was? Er hat nichts gesehen. Du hattest da was zwischen deinen Beinen, mein Junge. Nein, hatte ich nicht.